Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von I Love My Pets. Heute gibt es noch den zweiten Teil von dem Tauschpaket. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, schaut doch einfach mal da vorbei. Jetzt sind hier noch zwei kleine Pakete drin und die werde ich jetzt auch noch mit euch auspacken. Hier steht noch drauf einfach nur Banane. Und da ist noch etwas gezeichnet. Das sieht aus wie so ein Minion. Das werde ich jetzt auch mal schnell aufmachen. Ah, oh, danke schön. Das sind die Bananenchips von JR Farm. Ich hatte schon mal Bananenchips, die waren aber nicht von JR Farm, aber die haben mir so gut geschmeckt. Dankeschön auf jeden Fall. Die werden bestimmt super ankommen. Jetzt habe ich immer noch ein kleines Päckchen drin und ich glaube, ich weiß doch schon, was das ist, weil du mir das mal auf WhatsApp geschrieben hast, dass du das auf jeden Fall gekauft hast. Und ja, dann schaue ich mal, ob das da auch drin ist. Ja, ich habe richtig geraten. Das sind die Grainless Farmies. Ich weiß, bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, die sind von JR Farm, weil hier unten steht immer JR Farm. Das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht sehen wegen dem Blitzlicht. Das ist jetzt Sonnenblumenkamille. Die sehen so aus. Dankeschön auf jeden Fall. Die mögen meine Wusis auch sehr gerne. Und jetzt könnt ihr ja noch einmal ja, komplett die ganzen Sachen sehen. Hier habe ich jetzt nochmal alle Sachen hingelegt. Dankeschön auf jeden Fall. Ich habe mich wirklich total über die Sachen gefreut. Vor allem über diese Kokosnuss, weil ich finde die irgendwie total süß. Ich muss nur mal gucken, wie ich die im Käfig festmache. Also in welchem Käfig jetzt. Hier oben ist ja so ein kleines, kleiner Verschluss, wo ich das dann mit festmachen kann. Aber auch die Leckerlis finde ich alle super. Dankeschön auf jeden Fall. Ich habe mich wirklich gefreut. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video von I Love My Pets.